Servus Leute und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Questing Mayhem. Und es gab es jetzt mal wieder, weil eine Zeit lang keine Folgen. Tja, ihr kennt es ja, sehr unregelmäßig ist das bei mir, aber das sollte uns jetzt auch nicht weiter aufhalten. Ich habe ja, glaube ich, ein bisschen, ich habe das Ganze schon ein bisschen vergessen. Tatsächlich, also ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe das jetzt gerade ein bisschen laufen lassen, die Farm. Seit dem letzten Mal und das ist daraus, also das ist jetzt das Endergebnis. Also sorry, falls ich das schon gezeigt habe, ich bin da jetzt ein bisschen gerade, wie gesagt, die letzte Folge war glaube ich vor 2 Wochen oder so. Oder vor 3 Wochen glaube ich sogar. Ich möchte in der Folge jetzt erstmal ein bisschen weitermachen. Also wir haben jetzt hier sehr viel offen, was wir jetzt machen könnten. Wir könnten jetzt irgendwie mit der Questline Pipes and Power Plus weitermachen. Wir könnten jetzt mit AgriCraft weitermachen. Das ist ja jetzt nicht allzu groß. Wir könnten aber auch hier mit Industrial Revolution weitermachen. Das ist halt echt so ein Kapitel, das wirklich sehr... Also das ist wirklich teuer, muss ich sagen. Also vor allem der Alu-Smelter, ihr wisst es ja. Aber ich schaue einfach mal, was ich daraus machen kann. Also... Und ich würde einfach mal sagen, wir craften uns gleich mal 10 Sorting Pipes. Ich meine, das müsste ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Hier haben wir ein bisschen Gold, wir brauchen noch ein bisschen Stein. Und dann müssten wir das eigentlich ganz gut haben. Gebrannten Stein am besten natürlich. Einfach mal so ein bisschen was. So, und dann brauchen wir noch jeweils 2 Glas. Wir müssten noch bei der Box ist noch etwas da haben. Ja, genau da. Alles schon vorgesorgt, so ist es auch immer cool. Und was halt echt mies ist jetzt, ist, wirklich mies ist, ist, dass wir für unsere ganze Massenproduktion da oben, also das da, dass wir dafür irgendwie jetzt wirklich gar kein Applied Energistics System haben, so. Weil dann würden wir das alles wirklich automatisch irgendwie in diesen Computer einspeichern und dann würden wir echt gar keine Platzprobleme mehr haben mit dem ganzen Zeug. Aber mei, also ich meine, ich will jetzt auch nicht hier irgendwie voll... Also erstens, ich habe keinen Bock irgendwie jetzt total lang nach einem Meteor zu suchen. Vor allem, wir bauen ja mehrere Pressen und deshalb werden wir auch mehrere Meteoriten finden müssen. Und zweitens, die Questline kommt sowieso noch, also. Aber es ist irgendwie trotzdem sehr, sehr nervig. Gut, was machen wir jetzt als nächstes? Ich hätte jetzt noch gedacht, wir machen jetzt noch den Assembler. Das ist ja auch eine schöne Sache von Immersive Engineering. Ich mache das jetzt mal ganz schnell auf. Alter. Also wir bekommen echt richtig viel von diesen Iron Golem Advanced Backpacks da und von diesen von Bat und Iron Golem da, diese Adventure Backpacks, so rum. Also inzwischen sind die Dinger irgendwie, die kommen so häufig vor, ein bisschen zu häufig. Ich hätte gerne auch noch ein paar andere Dinge. Gut, das müsste eigentlich da rein. Goldcoin kommt eigentlich da rein, ne? Ja, genau. Sorting Pipes lass ich mal bei mir und Pumpkin Seeds tue ich mal in der Dingkiste, ja, genau. So, jetzt brauchen wir 9 Scaffoldings, also Steel Scaffoldings. Vielleicht haben wir noch ein bisschen was in der Baukiste. Ja, tatsächlich, 4 Stück und dann brauchen wir nur noch einmal, glaube ich, das Ganze craften. Ah ja, stimmt, ich wollte ja noch, gibt es doch von Immersive Engineering diese Molds. Ja. Warte. Mold. Dann eben so. Ja, genau. Und ich wollte eigentlich gern diese Dingens, das hier craften. Und dafür brauchen wir erstmal das da. Okay. Denn dann können wir endlich mal unsere Presse da austesten. Die haben wir bis jetzt immer noch nicht ausgetestet, weil wir bisher noch nie die Molds gecraftet haben. Und das werde ich jetzt in der Folge machen. Und ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen, also ich versuche mich echt zu beeilen, weil, wie gesagt, bei mir kommen ja so selten Folgen und wenn dann Folgen kommen, dann möchte ich aber trotzdem irgendwie ein bisschen produktiv sein. Die ganzen Folgen sind ja sehr oft eher weniger produktiv, weil ich irgendwie nur
langsam vorankommen und ich will jetzt auch nicht alles offscreen machen, das ist halt auch die andere Sache. Weil dann seht ihr halt nicht so viel und es ist halt auch echt blöd. Klar, es sind jetzt nicht so viele Leute, aber trotzdem. Oh, ich hoffe, das geht mit der Wellcraft Plate. Oder es geht nicht. So, wie müssen wir das dann bitte schön machen? Ach, das ist eine Nickel. Das ist eine Nickel. Ah, okay, gut. Das, oder? Silber, Nickel, Aluminium, Lead, Iron. Ja, gut. Ich mach's das jetzt einfach mit Iron. Und warum liegt da jetzt bitte schön Hammer? Ja, das ist manchmal so verpackt irgendwie. So, dann hätten wir die Metal Press Mold. Die packe ich mal da rein. So sieht das Ganze aus. Und dann müssen wir nur noch da sozusagen 1, 2, 3, 4. 4 von dem Stück da reinschmeißen. Und dann brauchen wir nochmal eine Toolrod. Muss es unbedingt eine Toolrod sein? Nee, es kann auch eine Eisen-Toolrod sein oder so. Ja, da haben wir eh noch ein bisschen was. Also, das gönne ich mir mal schnell. Ups, ich habe ja vergessen, wir brauchen da noch eine Kiste, damit der Inhalt da noch gespeichert bleibt. So, und jetzt müssten wir eigentlich. Ja, genau, jetzt haben wir eigentlich alles und jetzt können wir 1, 2. Bin mir nicht sicher, oder? Ja gut, genau. 4 Stück haben wir rausbekommen. Und jetzt hole ich mir mal ein Scaffold. Ein Steel Scaffold brauchen wir. Ah ja, stimmt. Dafür brauchen wir ja. Ah, Mist. Stimmt. Da war doch was. Wir haben keine Zäune jetzt hier drinnen, oder? Nee. Dann müssen wir halt noch ein bisschen mehr craften. Und so. 4 Stück. Man kann ja nie genug haben. So, und dann müssten wir eigentlich dafür schon alles haben. Light Engineering Blocks 4 Stück. Das heißt, ja gut, das müsste eigentlich noch easy sein. Ich kaufe mal schnell die Scaffolds. So, dann hole ich mir mal ein bisschen Eisen, ein bisschen Eisen, Kupfer. Kauft mir mal Light Engine. 2 Stück brauchen wir, also 4 von denen. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir ganz genau 2 Stück hier. So, Sheet Metal, dafür brauchen wir halt noch wie viel Stück? 6 Stück. Ich schaue mal, ob wir noch ein bisschen was haben. Und wir haben tatsächlich nichts. Dann tausche ich mal das schnell um. 1, 2, 3, 4. Okay, den Rest kaufe ich einfach so. Dann dauert es halt nicht zu lang. Dann hätten wir auch noch die Sheet Metal Blocks und die Structure Frame. Dafür brauchen wir ja wiederum wieder die Dinger und ich hoffe nicht so viel. Ah, Structure Arm. Und davon wieder 6 Stücke. Ja, Mist. Zu früh gefreut, würde ich mal behaupten. Ganz ehrlich, wir haben so viel Stahl. Ich habe in der Zwischenzeit auch so viel Stahl durchgebraten. Wir können ja uns schon mal sowas gönnen. Dann dauert es halt echt einfach nicht so lang. Ja. Wieso so ein Geiz, wenn wir eh schon alles haben? Ja, 22 Stück, das sollte jetzt erstmal reichen. So, dafür erstmal was und der Rest ist sehr gut. Dann hätten wir erstmal genug und Conveyor Belts haben wir sowieso. Gut, dann ich würde eher ein Epic Lootbag nehmen. Und wir haben ein Origins of Darkness von Evilcraft. Ich habe mich mal in Evilcraft ein bisschen reingefuchst, weil ich wollte eigentlich ursprünglich mal ein Evilcraft Tutorial oder Modpack, Mod Snap, Snap? Nennt man das nochmal? Mod Spotlight, genau. So ein Evilcraft Mod Spotlight machen. Tja, ich habe halt keine wirklichen gescheiten Videos aber dazu gefunden und wusste halt selber nicht, wie gesagt, wie das irgendwie geht. Ich wusste halt nur, dass dieser Origins of Darkness ein wichtiger Block, wichtiges Buch ist. Der ist auch sehr teuer, wie man sieht.
Oder er sieht zumindest sehr teuer aus. Ob die Items wirklich so teuer sind, weiß ich, kann ich jetzt eher nicht behaupten. Die kann man auf jeden Fall nicht craften. Okay, gut. Dann hätten wir den Assembler. So, jetzt als nächstes noch den Excavator. Den möchte ich noch in der Folge machen. Ja, obwohl. Komm, wir machen jetzt noch den Assembler, damit ich noch hier ein schönes Thumbnail bekomme für die Folge. Und vielleicht noch einen schönen Folgetitel. Mana Pearl, kommt die nochmal hin? Ich würde eher das in eine Magiekiste reintun. In eine Magiekiste. So, dann brauchen wir halt noch eine Kiste. Eine weitere Kiste für etwas Besonderes. Stimmt, ich brauche mehr. Obwohl, ne, das reicht. Da. Haben wir, ja, da. So, ich pack jetzt hier einfach mal eine Kiste hin. Von einer Workbench. Oder, ja, genau. Ich tue den Metal Mold da rein. Das da kann ich jetzt auch mal reinpacken. Ich brauche noch das Buch. Wo habe ich denn das hingetan? Ich glaube da hinten, ne? Ja, genau. Dann muss ich jetzt mal schauen. Construction, ist es hier? Oder ist es bei Power Wires? Overview and. Waren das nochmal? Tools and Simple Machines bestimmt, oder? Assembler. Gut. Dann hätten wir das und dann müssen wir das einfach nur noch aufbauen und das war's. Ich pack das einfach mal hier hin. Also der Assembler ist halt so ein Block, der ist eigentlich für mich jetzt eher sehr unwichtig, vor allem jetzt gerade. Der craftet halt einfach nur bestimmte Items, aber der ist halt einfach echt teuer, muss ich sagen, im Gegensatz zu so einem RF-Tools-Crafter. Denn so ein RF-Tools-Crafter ist deutlich effektiver. Der hat irgendwie, der mit dem, also da kann man viel mehr Rezepte speichern und der ist irgendwie viel günstiger. Also wirklich deutlich günstiger. Und der Assembler macht halt nichts, außer halt nur Items craften. Das ist halt so eine Sache. Ah, stimmt, Conveyor Belts. Die hat er ja gerade jetzt gecheckt, dass ich welche habe. Welche glaube ich in Kisten? Ja, nee. Wenn ich welche schon gecraftet habe, deshalb. Wir brauchen Leder. Und wenn es jetzt an Leder scheitert, dann wäre das. Ah, doch nicht. Und ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich wieder mal gar kein Leder habe. Redstone brauchen wir noch. Redstone. Gut. Die Folge wird jetzt zwar ein bisschen länger, aber was soll's. Ich meine, ich habe ja jetzt lang keine Folge mehr rausgebracht, also von dem her. Ich baue das mal hier ab. Das ist der Light Engineering Block. So, und wie müssen wir das jetzt anordnen? Ja, okay. Wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir müssen jetzt. Ja, okay. Wir müssen das jetzt einfach mal so platzieren. Gut, und dann würden wir das eigentlich haben. Aber wie gesagt, ich tue den jetzt einfach nur aus stylischen Gründen jetzt hier hin. Weil wirklich nützen tut er uns nichts. Weil der ist überhaupt nicht so schön kompakt. Der ist auch nicht. Muss man da nochmal draufklicken? Muss man da irgendwie. Wo muss man da. To form the structure build like to. Ah, okay, gut. Und das ist unsere Maschine. So. So sieht das Ganze aus. Wir können ja ein schönes Thumbnail jetzt hier machen. Der Assembler. Genau, man kann ja jetzt reinklicken und jetzt könnte man da irgendwelche Rezepte einspeichern und die würde er sich halt craften, wenn die entsprechenden Items halt da sind. Aber wie gesagt, ich werde den jetzt auch nicht an Strom verbinden, weil das Ding ist einfach viel zu groß. Das ist jetzt auch wirklich einfach nur total
Wie gesagt, so ein Crafter, das ist wirklich nur ein einziger Block und der kann bis zu 12 Rezepte oder so speichern. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel genau, aber. Also der ist schon wirklich mega krass. Und der kostet wirklich gar nichts. Also der ist eigentlich praktisch umsonst. Ein bisschen Eisen, Goldnuggets und Lapis und ansonsten nur noch Holz und Redstone, also von dem her. Und der hier ist halt wirklich. Also das ist schon wirklich ein krasser Unterschied, weil der hat schon wirklich, wie ihr gerade gesehen habt, ein bisschen an Stahl gekostet und so. Aber egal. Wisst ihr was, Leute, weil es ja jetzt so lange keine Folge mehr gab, mache ich noch den Excavator schnell. Beziehungsweise ich mache noch die Quest schnell und dann war's das mit der Folge. So, wir brauchen, oh Gott, 15, oder? 12. 12 an. Oh Gott, ey, das, ich sehe schon. Oh Mann. Das ganze schöne Stahl. Ja, obwohl, ich werde es eigentlich wieder zurückcraften, oder? Weil ganz ehrlich, ich werde den Excavator. Der Excavator von Dinge, von Immersive Engineering ist eigentlich gar nicht mal so. So geil. Also der ist irgendwie echt. Also ich weiß auch nicht, ich habe den noch nie wirklich groß gebraucht. Mist, jetzt fehlt uns das Eisen, ne? Ich würde ein bisschen Eisen schmelzen. Ja, die Folge wird jetzt bestimmt mehr als 20 Minuten dauern, aber das ist jetzt auch egal. Ist halt ein bisschen blöd immer, weil es kostet halt immer wieder, also das braucht echt mega lang, bis es irgendwie. Bis das Video hochgeladen ist. Ich habe es ja euch schon öfters mal erzählt. Aber ich meine, muss man ja was mit dem Vertrag halt machen. Ah, da ist sogar ein bisschen was gewachsen. Das ist geil. Da können wir vielleicht sogar was ein bisschen ernten. Aluminium Brass, okay. Nature, okay, gut. Ja, eine Enderpearl. Geil. So, aber worauf ich mich echt am meisten freue, das habe ich schon mal erwähnt, und zwar ist es der Adder. Also das ist eine Mod, die habe ich tatsächlich noch nie in meinem. Also wirklich, das ist eigentlich ist der Adder so eine Mod, die gibt es schon seit, was weiß ich, 2014. Also das war wirklich eine sehr alte Mod. Und die habe ich tatsächlich aber dennoch nie gezockt. Ich wollte es aber immer mal, bin aber nie dazu gekommen. Und wie gesagt, also ich freue mich darauf. Also das, da gibt es schöne neue Items und so. Ja, sieht ein bisschen magisch, also so ein bisschen magiemäßig aus. Und ich bin ja gar nicht so der Magie-Fan, aber mal in dem Fall. Ich meine, Extra Utilities haben wir auch drauf, also müsste es auch das Genief geben. Ups, Speicherplatz ist voll. Naja, doch nicht. Dann gibt es den anscheinend nur. Gibt es den etwa doch hier? Ah, genau, Portal to the Deep Dark. Das hieß damals Deep Dark, nicht Genief. Ups, nicht so. Ja, gut, also ihr habt es gerade gesehen, wahrscheinlich, da kam jetzt gerade so eine. Ding, so eine Nachricht, dass das jetzt gleich, dass das jetzt gleich abstürzt. Oder dass das Video jetzt gleich, also dass ich halt wenig Volumen habe halt. So. 8 Stück, gut, das sollte reichen. So, Heavy Engine, oh Gott. Leute, ich glaube. Obwohl, das ist jetzt wirklich das Letzte. Wir brauchen echt nur Elektrum und ein bisschen Stahl. Komm, das machen wir. Das Elektrum, das ist das Einzigste, was wir jetzt hier so brauchen. Komm. Also, ja, wir brauchen echt mal hier den Ding. Ja, wie machen wir das? Ich schmeiße jetzt das einfach in der Smelthöhle rein. Ja. Gut, in der Hoffnung, dass wir jetzt Ding bekommen. Aber das wird nicht ausreichen, ne? Das wird gar nicht ausreichen.
Ne, das wird nicht ausreichen. Leute, komm. Eigentlich würde ich das noch gerne in der Folge machen. Ein bisschen Produktivität mal hier reinzusetzen. Ich meine, sehr viele YouTuber sind ja auch gleichzeitig Streamer, deshalb geht es bei denen ja komplett ab. Bei mir ist es halt jetzt nicht so, weil ich halt gar kein Stream mache. Ich habe auch nicht die Zeit dazu, von dem her. Komm. Schmeißen wir jetzt einfach in das Metal rein, dann ist gut. 4 Silber sollte eigentlich reichen. Das bisschen Gold, was wir haben, sollte auch reichen. Wir brauchen ja mindestens 7 Elektron brauchen wir, ne? 4 plus, ja gut, das reicht. Das müsste eigentlich reichen. Also da bekommen wir nochmal 4 raus, oder? Nee, sogar noch mehr. Eigentlich reicht es so. Eigentlich reicht es so. Gut, dann schmeiße ich das jetzt so schon mal rein. Oh, ich hoffe jetzt so krass, dass die Aufnahme jetzt nicht irgendwie abstürzt. So. Aber wir sind kurz davor, das jetzt zu machen. Dann werde ich nur noch ein Loopback öffnen und dann ist Schluss. Also dann werde ich sehr schnell dann die Folge beenden. Ein Stück noch. Genau. Noch 3, noch 3, noch 3, dann haben wir alles. Komm, komm. Ich möchte das jetzt noch machen. Okay, gut. Dann müssen wir eigentlich jetzt nur noch 1, 2, 1, 2, ja. Komm. Mehr. So. Ah, Mist. Ja, das habe ich ja voll vergessen. Jetzt auch noch die Hopper. Oh, Leute, ich glaube, das wird jetzt nichts. Leute, ich höre jetzt auf, weil ab den Hoppern habe ich jetzt echt gar keinen. Hopper, sage ich. Kolben. Auf die Kolben habe ich jetzt echt gar keinen Bock. Ich werde jetzt nur noch. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Hopper und alles für die nächste Folge. Sozusagen vorbereiten und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge und dann steht das Ding aber. Ich werde den Excavator. Ja, ich werde den aber nicht aufbauen. Ich werde den. Ja, der nützt mir halt nichts, wie gesagt. Aber Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Servus und tschüss.